In der Flotten. Husqvarna 55er XP, oder? Ja. Warum Husqvarna? Sonst habe ich aber still gehabt. Ganz einfach, die passt besser zu meinen Hosen dazu, farblich. Verstehst? Weil ich probiere ich aus. Ne? Ja. Haben wir das ein bisschen hergeschnitten. Machen wir was Besonderes draus. 2 Meter aus der Eschnasse. Ich habe ein paar Äste. Fahren wir mal aufs Sägewerk auf, dann schauen wir weiter. Dann suche ich noch mehr dazu. Jawohl. Auf geht's, kommt mit. So, jetzt war ich reingefahren und jetzt geht es ans Rüsten von der Maschine. Wer uns interessiert, der schaut zu. So, als nächster beim Rüsten wenn wir das Bandl aufmachen. Da mache ich jetzt ein neues Bandl auf. Ja. Was kann man da beachten? Die C, wenn ich in die richtige Richtung stehe, sonst geht da gar nichts. Und ich habe schon gehabt am Anfang, dass ich gewarnt habe, das sind die falschen Bantel. Ja, das sind die falschen Bantel für die Säge, weil die passt nicht. Die Säge läuft falsch um, die Bantel sind falsch. Ja. Die Säge waren in die falsche Richtung, die haben in die falsche Richtung geschaut. Aber im Prinzip muss man die Bantel bloß umdrehen. Und wenn man das macht, das zeige ich euch jetzt kurz. Ja, einfach am Boden hin, das Bantel mit dem Fuß draufstehen. Die zwei hinterher und dann praktisch nach innen rein das Bantel umdrehen. Ja, ganz einfach. Geht er so. Zack, ein bisschen Obacht geben. Dann schnallt das eine Umdrehung um und dann haben die Zehe halt automatisch richtig um. Ja, ist ganz wichtig, weil sonst
brennt der einen Baumstamm zusammen. So, dann kann man das so nehmen und noch einbauen. Auf geht's. Jawohl, ich habe jetzt das gespannt, das Bandel. Und auch wieder und gespannt, weil so interessant ist das nicht. Das Einzige, was man wissen muss, ist zum Spannen, ist bei der Locosol das allerweil mit dem Hebel. Das heißt, den Drast im Uhrzeigersinn. Dann spannst, wenn das Sägebandel um ist und dann bewegt sich das Radl assiwärts und dadurch spannst du es dann. Da ist also Anzeige auch drauf. Da sieht man so eine Markierung und bis dahin, da spannt man dann, da zieht man dann an und dann ist das Ding gespannt. So, nichts weiter dabei. Ich habe ein Hartmetallbandel drauf. Das ist eigentlich ganz ein normales Bandel. Bloß mit dem Zusatz, dass an die Spitzen praktisch Hartmetallaufsätze drauf sind. Da ist der Schnitt besser. Das ist fast wie gekobelt. Und auch ruhiger. Der Schnitt ist ruhiger und der Schnitt ist einfach vom Bild her, vom Sägebild viel, viel besser. An und für sich, das Sägebandel, das Messer muss da, das ist ganz wichtig, mittig immer auf dem Radl laufen, weil da drunter, unter dem Sägebandel, da ist ein Keilrahmen. So kann man, schaut der aus. Und das Bandel, das Sägebandel, das muss da auf dem Keilrahmen mittig drauf laufen. Und zwar nicht hinten bündig mit dem Radl, sondern mittig auf dem Radl drauf. Das ist wichtig, sonst verteilt sich die Kraft und der Zug und der Druck und so weiter unterschiedlich und er reißt das Bandel ab. Also mittig auf beiden Bandeln, auf beiden Radeln. So ist, sollte das laufen. Das sieht man da hinten. Das ist ein bisschen ein Versatz, also das, dass das richtig da schön zentrisch drauf läuft. Ja, ansonsten gibt es die Bahnführungen, einmal an der Seite und einmal an der Seite mit dem Arm, den man innen und außen schieben kann, ja, für die unterschiedlichen Breiten. Die sehe ich, packt jetzt 75er Baum, Songs, ne, 75 BHD, Brusthöhendurchmesser. Aber ich habe auch schon ein bisschen Stücke geschnitten, da muss man dann ein bisschen zaubern. Das zeige ich euch auch noch einmal. Aber wichtig an die Bahnführungen, dass die auch passen. Da muss das Bandel hinten an der Bahnführung nicht ganz anstehen im Leerlauf, oder beziehungsweise wenn es steht, sondern da muss ein Millimeter Spalzer, dass wenn das läuft und der Druck kommt von vorn durch einen Schnitt, was du reinschneidest, dass das Bandel ein Millimeter hinten wandern kann in die Nut rein. Und dann wird das Bandel da drinnen stabilisiert. Das sollte bei alle zwei gleich sein. Und dann ist eigentlich das drum eingestellt, so wie es ist gehört und mal cool auslegen. Ja, natürlich Klappen muss man noch zumachen. Und das mache ich jetzt auch. Da gibt es da so einen Hebel. Ja, dann drückst du rein. Und dann ist da eine Verriegelung, dann ist da hinten eine Verriegelung und da in der Mitte ist auch eine Verriegelung. Vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, wenn man den Deckel offen hat, dann kann man die Säge nicht starten. Das liegt dann dem drum da. Das unterbricht dann sozusagen einen Stromkreis. Ich bin kein Elektriker, aber im Endeffekt ist es so, der unterbricht den Stromkreis, weil wenn du da aufmachst, dann ist das eine Art Scharnierl. Und dann geht die Säge nicht an, weil wenn du da vorne stehst und arbeitest da umeinander und hinten drückt ein kleines Kind drauf und schneidet dir in den Arm weg, das ist ja auch nichts, oder?
So, zu den Spanelementen, da muss ich auch noch was sagen. Und zwar haben das die Dinge, dass man in den Stamm in den Anschlag hin drücken kann oder festspannen kann. Bei Logosol haben das Exzenter, also das ist so ein Exzenter, dass du ja, mit einem Arm, sag ich mal, das Ding relativ gut spannen kannst. Also brauchst du keine zwei Arme und nicht lang umeinander mit Gewinde und Zeich, dass das da hingespannt wird. Sondern das sind lose Elemente, die kannst du raus tun. Oder halt dann in das Raster jeweils in das Loch einfahren, also einfach aufmachen. Ja. Kann man die rausziehen. Ja, kann man es umeinander tragen, kann man es wegtragen. Ganz normal, Exzenterprinzip, wisst ihr selber. Ja. Dann einfach in das Rasterloch einstecken. Und da kann man es im Prinzip, ja, mit einer Hand spannen. Also, umrad dran, bis das der anschlägt, der Exzent am Baum. Ja, dann hält er eigentlich schon, aber dass er noch richtig geht, anschlägt, hinten schnalzt, nochmal den Hebel nachdrücken. Und dann hält das wie die Sau. Also, finde ich eine super Idee, was Logosol da gehabt hat. War auch ein Grund, warum ich Logosol genommen habe und nicht eine andere, weil einfach das irgendwie modular ist, man hat es schnell abgebaut, man muss sich nicht ewig bucken, man kann es mit einer Hand machen und wenn man allein arbeitet, weil ich manchmal, dann kann man so einen Stamm oder einen Gräser mit ohne Probleme mit selber erzwingen, ja, hinzwingen und hindrücken, weiter gar nichts. Und die halten auch wirklich einmal frei, die fallen nicht runter, also die haben richtig eingehalt und drücken praktisch den Stamm richtig schön gegen die Anschläge. Die Anschläge, die sind im 90 Grad Winkel zu dem Sägebett, sage ich mal, und dann kommt es da jetzt einen schön winkligen Balken rausschneiden oder Prädel halt. Ne? Also finde ich eine super Sache, die Anschläge haben auch modular. Kommen wir auch raus. Da, die haben da eingehackelt. Das ist jetzt, sag ich mal, nichts Besonderes, aber die haben Höhen. Verschiedene Höhen gibt es da, drei verschiedene Höhen. Und dann gibt es noch, ja, wie da hinten hängen, nur mal längere. Wenn du größere Waschel hast, dann musst du entsprechend halt eigene Anschläge haben und so weiter. Meins wisst ihr selber. Und dann passt die Sache ganz ideal. Jawohl, ich habe mir jetzt umgedreht, den Stamm. Spannend ist er, mit zwei Exzenter. Ich habe jetzt zwei, kannst du kaufen, so viel wie du willst, aber zwei gelangen jetzt. Und dann, ja, gespannt ist, dann fangen wir wieder zum Sägen an. Jawohl. Dann schneiden wir durch und schauen wir, wo es rauskommt. Oder? Jawohl, auf geht's. Kellnerin bestellen. Ne? Wunderbar. Einen alten Nylonstrumpf drüber von der Oma. Draußen wird es schon finster. Puh, zum Einschienen haben sie mir fast geschaut. Ja.